und herzlich willkommen zu Battlefield Hardline mit dem alten Mann. Ich soll hier einen Laptop öffnen. Sieh mal, Tyson war gar nicht hier. Das war ein Videochat. Fuck. Ah. Vielleicht ist er noch da. Skype. Oh, fuck. Ihr Bullen hat sie hergeführt. Nicht wahr? Tut mir leid, die hatten es auf dich abgesehen. Hallöchen, Tyson. Oh, Mann. Es wird ja immer besser. Hey, dein Kumpel Tab ist weg. Und deine Leute sind tot. Fuck! Tja, das Leben ist hart. Auch als Drogenbaron. Hey. Das sind nicht meine Leute, okay? Ich schenke denen nur manchmal was, klar? Wer will dich umbringen, Tyson? Tja, sowas erfährt man halt normalerweise nicht vorher. Sag uns, wo du bist. Wir können dir helfen. Sorry. Da habe ich meine Zweifel. Verdammt. Und jetzt? Wenn wir Tyson nicht kriegen, ist er tot. Zentrale hier 13. Wir müssen dringend eine IP-Verbindung nachverfolgen. 13, Verfolgung läuft. Und wir sind verbunden. Brauchen noch ein paar Minuten, 13. Verstanden. Also los. Die Jungs werden noch eine Weile brauchen dafür. Gut, weiter geht's. Können wir hier endlich raus? Mir gefällt der Lärm hier nicht. Wir haben einen Speicherpunkt. Ja, hier waren wir ja in der letzten Folge dran. Wir haben uns ja ein bisschen ausgerüstet. Ich habe jetzt eine Schrottflinte. Oh. Ich sollte wohl nicht schießen. Los nach oben! Wir müssen ihn finden! Scheiße, Mendoza, wir müssen hier raus. Na, recht. Ich muss hier raus. Der Lärm geht mir auf die Nerven. Komm, mach, Kind. Ich sehe keine Gegner. Da, ich sehe Gegner. Hat einer die beiden Bullen? Oh, Gegner untersuchen den Ort, wo sie dich zuletzt gesehen oder gehört haben. Er wird durch einen orangenen Kreis angezeigt. Aha, der da. Wenn dich jemand sucht, wird über seinen Kopf ein Fragezeichen gezeigt. Versteck dich vor suchenden Gegnern oder entkomme ihnen. Wenn sie dich nicht finden, so suchen sie woanders. Die Cops können wir nicht brauchen. Wir sollten los, bevor noch mehr kommen. Ah, die hauen ab. Einer. Ich gehe mal todesmutig. Die Bannerbeiden gehen da lang. Interessante Frage. Okay, manchmal muss man nach der Arbeit selbst aufräumen. Dann sollte man einen Bonus aushalten. Aber die Klamotten sind danach natürlich am Arsch. Also muss man was Abgeranztes anziehen. So, ganz ruhig. Hey, wer war das? So, den haben wir denn schon mal. So, dann. Oh. Sorry, ich hab eben wen gehauen. Ich weiß nicht. Wieso? Ja, da guckst du, ne? Guck mal, der blaue, der grüne. Ah, oh, die kommt hierher. Die kommen hierher. Die kommen hierher. Cops sind wie Kakerlaken. Wo zwei sind, sind sicher auch noch mehr. Wie viel sind denn das? 1, 2, 3. Die Cops werden bald. Hände hoch! Los! Hey, was soll das? Niemand! Die Typen schießen! Angriff! Scheiße! 10, 4, 13. Ich hab doch F gedrückt. Vorsichtig vorgehen. Oh. Welchen? Ich sammle erstmal die Sachen ein hier. Hier draußen muss der irgendwo stehen. Hier. E drücken. Wir haben die Positionsdaten. Danke, ich warte auf die Daten. Dein Freund Tyson weiß nicht, was ihm bevorsteht. Ich schicke eine Lufteinheit zu der Position. Wir gehen hin, schnappen ihn und hauen ab. Also müssen wir uns jetzt um Tyson kümmern. Aha, aha, aha. Wir haben wieder einen Ladebildschirm mit Hintergrundgeräusch. Also wenn ihr das jetzt nicht hört, habe ich es rausgeschnitten. Es geht weiter. 55, weg da! Wir wollen die Kerle doch nicht aufwecken! Okay. Oh, schöne Tür. Anklopfen. Hallo! Los, Post. Nach hin, Mendoza! Du
Durchsuchungsbefehl habt ihr, oder? Ganz ruhig jetzt. Scheinst dich wohl mit deinen Grundrechten auszukennen. Wir sind nicht hier, um dich zu verhaften. Raus hier, los! Oh, ich ja, meine schusssichere Weste. Hey, erklärst du uns bitte mal, was los ist? Ich mach den ganzen Tag nur eins. Tabellen ausfüllen. Auf der Straße war ich schon ewig nicht mehr. Mittlerweile bekämpft jeder jeden und ich suche mir scheinbar immer die falsche Seite aus. Mehr weiß ich nicht. Können wir das woanders besprechen? Hey! Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, wow. Wie schlimm ist es? Oh, Mann. Oh, scheiße. Pass auf. Ich drück die Wunde ab, okay? B halten und Druck ausüben. Okay. Au! Verdammt! Ich weiß. Halt einfach durch. Wir sind nicht wegen dir hier. Nick. Ich bleibe bei dir. Leck mich! Schnappt euch Tyson und macht den Kopf frei! Oh, Schuldenke. Kai! Oh! Kai! Kai, sieh mich an! Kai, bleib bei mir! Ich kann nichts machen! Aber schön um sie rum. Aber nur mach hin! Ach, Scheiße. Kai! Was passiert jetzt? Oh ja, Scheiße. Das war klar. Kai, halt durch! Hallo, ich brauche eine Waffe. Oh! Nachladen! Mach hin! Oh, Gott sei Dank. Hey, wir sind Cops. Sie ist verwundet. Ich glaube, es ist die Arterie. Du hättest leicht verbluten können. Hände hoch, sofort! Das ist ja meine Begrüßung. Detective, wer ist das? Oh, du meinst den? Kennt sich mit Tabellen aus. Aha. Die Episode 1 Schule hat begonnen. Captain Daves mag keine misslungenen Einsätze und der einzige Einsatz war misslungen. So schnell kann ich aber nicht lesen. Kann man das nicht anhalten hier? Nein, kann man nicht. Episode 2 Abgang. Kai war die letzte Woche verletzt außer Gefecht. Eine Woche. Und Daves hat nur in seinem Büro gehockt, nachdem der Captain fast schon wieder einen Offizier verloren hätte. Plant er vorsichtig sein weiteres Vorgehen. Na gut, da läuft eine Zeit ab. Ob das stimmt? Zwei. Na. Weiter. Ja. Ausrüstung. Ah. Hier habe ich aber noch nichts. Ah. Hier habe ich aber... Oh. Oh. Kein Gadget. Ich kann hier gar nichts machen. Habe ich hier was Neues? Da unten ist noch eine. Nee. Oh. Aber die hat nicht so viele Schüsse. Die hat 16. Aber keine gute Reichweite. Präzision ist gut. Die haben wir. Die hat 12. Die hat hohen Schaden und Präzision. Aber keine gute Kontrolle. Die Kontrolle wird immer schlechter. Oha. Na gut. Wir belassen das erstmal so. Weiter. Scheiße. Ja, verstehe. Es gibt zwei neue Leichen vor Manatee Bay. Benutzt sie doch als Bojen. Mendoza, hast du eine Sekunde, bitte? Oh, aufgepasst, alle Mann. Nachwuchsdetektiv in Eile. Kai. Detektiv Dow ist wieder im Einsatz. Ihr Arzt war zwar dagegen, aber ich nicht. Bist du okay? Sport fällt flach, aber mir geht's gut. Das Koks, das du mit Stoddard gesichert hast, kommt aus Kolumbien. Und zwar mit dem Boot. Das hatten wir lange nicht. Normalerweise kommt alles über Mexiko. Was hat Tyson Latchford denn dazu gesagt? Mr. Latchford hat, wie sich rausstellte, einen sehr guten Anwalt. Hier. Das ist Lee Ray, alias Stingray. Kartellgroßhändler. Hat mich gestern angerufen.
hat angeblich Infos zum Drogenkrieg, der gerade in Miami tobt. Wir müssen Leo herbringen. Aber unauffällig. Nur wir drei dürfen davon wissen. Hier drinnen ist er eventuell genauso in Gefahr wie auf der Straße. Verstanden? Ja, Sir. Gut, dann macht hin. Oha. Oha. Bitte, bitte, liebe GEMA. Und, hat Doss recht? Sieht's bei uns verändert? Wenn Doss besorgt ist, sollten wir es auch sein. Ich habe Musik ausgeschaltet, mehr kann ich nicht machen. Auch. Ja, ist doch noch nicht ganz in Ordnung. Okay. Ja, alles gut. Aber nach einer Woche? Korrupte Cops, das kapier ich nicht. Ach echt? Wirklich? Ja, scheiß Arbeitszeiten und der Lohn erst. Ja, aber sonst ist doch alles toll, oder? Ja, ja. Da ist unser schickes Auto. Okay, bleib beim Wagen und pass auf. Lars of Sweden? Bleib beim Wagen. Bleib beim Wagen? Wachhunde, Leo. Blöde Idee. Wer ist das? Mein Wachhund. Der wollte mit mir in den Zoo. Wollte eine bedrohte Tierart sehen. Oh. Ja, ist das denn zu fassen? Ich wollte Dawes sprechen. Und Dawes schickt uns. Wenn mein Handy das nächste Mal klingelt, dann will ich, dass Dawes dran ist und mir sagt, wann und wo wir uns unterhalten können. Ich will keine albernen Witzfiguren wie euch. Ich will echten Schutz. Ich verpasse mein Spiel. Gehen wir. Die kannst du mir geben. Hey, Finger weg. Hey. Man sagt, du hast Tyson Letchford erledigt. Beeindruckende Nummer. Mit wem haben wir es denn zu tun? Spar dir das für Dawes. Also, was sollen wir machen? Sagt eurem Boss, ich habe alles vorbereitet und ihr habt es versaut. Gib mir die Tasche, Leo. Sonst knall ich ihn ab. Leo, verdammt! Weg, Deckung! Oh. Bleib! Auf den Weg! Kai, wer sind diese Typen? Die wissen, was Leo getan hat. Ah, im Kofferraum ist sowas drin, verlassen. Aber da haben wir jetzt keine Zeit für. Warum nehmen wir eigentlich nicht das Auto? Dann hätten wir den Kofferraum dabei. Sieht schick aus. Du hast keine Chance, Leo. Warum geht's hier? Ach, fuck. Du und die Kopf, ihr seid tot, Leo. Da sind sie. Officer unter Beschuss. Das habe ich gar nicht geschnallt. Entschuldigung. Oh. Aua. Er ist die Treppe hoch. Nick, verfolgt Leo. Ich gehe außen rum. Er ist die Treppe hoch. Die Treppe. Au. Sehe hier gar nichts. Bleib mal still stehen, dann treffe ich dich besser. Au! Der kriecht da immer noch rum. Treppe hoch. Ich bin ja schon dabei. Ich will doch nur helfen! Ich brauche meine verdammte Hilfe nicht! Ah, noch durch die Nase. Ich komm doch! Hier geht's nicht weiter. Da geht's weiter. Hier? Nein, ich hab doch da einen Kringel eben gesehen. Hä? Ach, Spiel. Hier vielleicht? Da habe ich einen Kringel gesehen. Da ist Erste Hilfe. Das sind Zivilisten. Leo, lass das Rennen sein! Nick, da kommen noch mehr!
Ja, danke, ich sehe es. Okay, Leo ist nicht durch den Pool, also ist er in der Nähe. Was war mit der Garage? Wir hatten, aber dann kamen die Bullen. Ja, und die sind auch schon hier. Halt! Keine Bewegung! Wer ist das? Alles klar, bleib locker, Mann. Alles klar, bleib fertig. So viel verteidigt nicht, Mann. Schnell, 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 schnell. Ich kann doch bloß reden. Scheiße! Jetzt! Hier drüben! Jetzt reicht's mir! Wo bist du? Oh, ich hänge! Oh, den habe ich durch die Konsole geschossen. Jetzt ist nichts mehr. Was? Ah, ich könnte die Mac 10 aufnehmen. Ah, ich behalte meine. Hier ist noch einer. Einer ist hier noch. Ich habe hier einen gesehen. Huch. Hier hoch. Was habe ich jetzt geöffnet? Kuh. Die Elmore Hotel-Ermittlung. Drogenkaufliste. Gefunden in Episode 2 Abgang. Der Beweis, dass der Concierge des Elmore Hotels Drogen auf dem Hotelgelände verkauft und zu Preisdiskriminierung neigt. Die täglichen Verkaufszahlen. Oh, ich habe schon was übersehen. Ach, sowas gibt's hier auch noch. Da muss man auch noch nachsuchen. Meine Fresse. Kann doch nicht jedes Mal mit dem Scanner hier rumrennen. Wo muss ich denn jetzt lang? Da ist wer. Das ist, glaube ich... Ach, da oben geht's weiter. Heißen? Leo. Das Tempo trat man da nicht lang? Zu. Okay. Im Hotel müsste es eine Wachzentrale geben. Ich suche ihn auf den Kameras. Gut. Sag Bescheid. Der ist hier durch. Ja, ich weiß, aber ich kann hier nichts machen. Hast du einen Schlüssel? Hallo? Soll ich schießen? Aha. Den Schlüssel sollte ich benutzen. Gut. Los, zumachen und runter! Aus dem Weg, verdammt, los! Er kommt vom Pool, Kai! Wichtige Durchsage für alle Gäste und Mitarbeiter. Es liegt ein Notfall vor. Wer sich im Zimmer befindet, sollte die Tür abschließen und vom Fenster wegbleiben. Wer sich in einem öffentlichen... Ich war mir nicht sicher. Sollte das Hotel sofort verlassen... Kann ich hier runter? Ah, das geht auch. Da läuft noch einer. Komm. Jede Menge Zivilisten. Sag das den Idioten, die hier rumballern. Leo, Alter! Hinter von der Security! Scheiße! Bleib doch stehen, dann treffe ich dich besser! Ich muss nachladen. Warte. Ja, ich hänge. Wie geht's weiter? Oh, das war ein bisschen heftig hier. Ich habe keine Munition mehr für die Waffe. Scheiße! Ah, den kann ich die? Ach, er. Anstatt der Primärwaffe nehmen? Gut. Hier finden wir auch Muni. Das ist gut. Wo ist der Typ hin? Ah. Könnt ihr ja mal hier wieder den Scanner benutzen. Das ist das Rote da. Oh. Ach, die kann ich bloß aufnehmen. Das war das Rote. Was ist das? Da ist noch einer übersehen worden von mir. Ich sollte weiterlaufen. Oh, Mensch, nun mach ihn aus. Geh mal hier lang. Ich habe die Wachzentrale gefunden. Geh weiter den Gang runter, dann stößt du auf die Lobby. Da ist Leo. Aha. Okay, mach ich.
Da ist der Nick. Über der Lobby im ersten Stock. Bewegt er sich? Er ist in einem der Büros. Nick, da kommen noch mehr in die Lobby. Sie dürfen mich nicht sehen. Geh irgendwie nach oben. Ich pass schon auf. Schwärmt aus und findet Leo. Die Lage ist. Verdachtsperson in der Nähe 13. So, runter, vorsichtig. Deswegen war ich jetzt auch so ruhig. Entschuldigung. Ja, 50 Leute, die gleichzeitig die Polizei anrufen. Wir sind am Arsch. Sind noch nicht da? Okay, ganz ruhig. Also schnappen wir ihn. Wir machen doch gar nichts. Sind die Jungs mit dem Den haben wir schon mal. Gehen wir mal beiseite. Wo ist der andere Typ? Der ist da hinten. So, ganz ruhig. Schnell. Mach hin. Die anderen beiden holen wir uns auch noch. Seht mal bei den Aufzügen nach. Nein, nirgendwo. Halt! Wow. Polizei! Ja. Ja, so. Okay. Wo ist denn ein Set? Hey, ruhig! Schnappt ihn! Verdächtiger überwältigt. Holt ihn euch ab. Verstanden, 13. Warum das jetzt wieder? So. Hände hoch! Los! Ich schau mir bloß das Hotel an. Ja, mit einer Waffe in der Hand. Lockerblatt. Das soll ich dir glauben. Der hat aber viele so eine Dinger mit. Was bedeutet das hier? Ach, das ist das mit dem Verdächtigen. Da muss ich hin. Ich hab hier. Ah, hier sind noch welche. Hier sind noch. Ah. Der Scanner hat vibriert. Markierung? Oh. Kann ich hier irgendwas machen? E-Ausrüstung. Ah. Gibt es hier was anderes? Nein. Aber die behalten wir mal. Habe ich denn jetzt auch mehr Muni, wenn ich die... 64 Schuss. Kai, das ist Wahnsinn. Die halbe Unterwelt von Miami ist hier und denen ist egal, wer ihnen im Weg steht. Ja? Du bist verhaftet! Ja, kein Problem. Achso, ich wollte mal kurz drücken. Oh. Hier ist einer am Boden. Echt? Hände hoch! Los! Ich schau mir... Du schaust dir bloß das Hotel an. Ja, hörst du auf zu schießen? Hund, Idiot! Kai! Oh. Kai, wo bist du? Ich gehe nach oben und such das Büro, Kai. Nach oben? Hier waren wir drin, ja. Halt! Es hat hier eben... Der brummt hier jedes Mal. Aha, alles klar. Ich soll nach oben. Nach oben. Hier geht's nicht hoch. Hier mit dem Fahrstuhl vielleicht. Obwohl das jetzt keine so eine gute Idee wäre. Hier, nein. Hier geht's hoch. Oh, was denn hier passiert? Hier hat wer geschossen. Dafür, dass das dein erster Verrat ist, bist du ziemlich gesprächig. Hey! Kai! Kein verdamtes Wort mehr. Kai! Meine Marke? Hör auf! Das oder sonst was? Kapiert? Oh Gott! Kai! Was soll der Scheiß? Die halbe Unterwelt von Miami schießt auf uns und du zerlegst Leo? Was zum Teufel soll das? Haben wir zwei etwa ein Problem? Das Hotel ist voller toter Drogendealer. Das ist das Problem. Leo braucht Schutz. Dann ist ja alles klar.
Er sieht übel aus. Dann hilf du doch dem Penner auf die Beine! Hey, du hast ihn so zugerichtet. So, hoch in die Büro! Shit. Komm, Bewegung. Okay, ich komme, wohin du auch willst. Und das Mendoza also Schutz. Was zur Hölle ist das? Du kannst ihn später verhören, Mendoza. Wir müssen los. Hey, Detective. Nimm du sie. Okay. Ach Quatsch, ich wollte mich wieder bücken. Das machen wir in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Wartet.